Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Und zwar, ich glaube, das ist das erste Mal, ich spiele nämlich hier Super Jump. Ich glaube, das hatte ich noch nie auf meinem Kanal, oder? Ach doch, einmal, da habe ich mit, das ist glaube ich Syndicate Games 1, da habe ich auch eine Runde Super Jump gebracht. Ich glaube, das war sogar die gleiche Map. Mir ist gar nicht sicher. Mist, ich müsste auf die Glasscheibe. Ich spiele hier auf dem Multicube-Server, IP entweder oben rechts eingeblendet hier bei diesem lila Streifen oder steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung, so wie immer. Ja. Und man, das ist halt so ein bisschen hier so, halt so ein bisschen springen. Das ist eigentlich ganz chillig, da kann man halt so ein bisschen labern, so wie ich. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum in letzter Zeit, ja, gut. Warum in letzter Zeit nicht so viele Videos kommen. So, erstmal, das fragt ihr euch bestimmt. Ja. Ich gehe mal kurz irgendwo in eine Runde rein. Wieso? Ich bin easy, ich bin halt nicht so gut. Der Jump'n'Run-Skiller. Ja, es liegt jetzt an mehreren Faktoren. Erstens, ich bin halt schlecht in PvP. Ganz ehrlich, es ist so. Ich gebe es ja zu. Nicht so wie manche Posts, die einfach jeden als Hacker bezeichnen. Ich möchte jetzt auch keine Leute ansprechen. Deswegen, es geht um meine Ansicht. Also, ich bin halt schlecht im PvP. Es ist meine Ansicht. Und wenn welche zu mir Hacker schreiben, ich bin kein Hacker. Das wollte ich jetzt nochmal so gesagt haben. Ich hacke halt nicht so wie andere Typen. Ja, das wollte ich einmal gesagt haben. Das ist ein Faktor. Man muss auch in eine das hier ist jetzt der erste Faktor. Nämlich, Mist. Man muss erstmal eine Runde aufnehmen. Ich muss zum Beispiel gucken, jetzt hier zum Beispiel bei Super Jump. Leftet der jetzt oder leftet der nicht? Weil ich will einen fairen Kampf. Das sind halt so meine Ansichten auch. Da, also man muss halt so eine gute Runde haben. Also bei Super Jump, bei so einem One Wizard One, dass der halt einfach nicht leftet. Ja. Und da, der zweite Faktor ist, man muss gucken, zum Beispiel bei Quick Survival Games auf dem gomadi.net Server, muss man gucken, dass man halt nicht gekickt wird. Das ist halt ganz schwer, weil, ja, bis man da wieder eine Runde aufnimmt. Und ich brauche ungefähr für eine Runde, muss ich ungefähr 10 Minuten warten. Ich habe meine Steuerung nicht richtig. Ich habe das Problem, er juckt mich nicht. Okay. Ja, YOLO. Das ist halt, das meine ich jetzt mit unfair. Also das heißt, wenn man einfach leftet. Das finde ich halt irgendwie scheiße. Deswegen habe ich jetzt diese Runde auch genommen, weil ich es einfach unfair finde, wenn die einfach leften. Ich guck mal auf den Boden, damit die CPU nicht so leckt. Ja, und das meinte ich halt mit unfair. Ich kann ja einfach nochmal auf die gleiche Map sein. Wie war denn das? Kann ich hier dann auch Fjord? Ach, die Map ist das. Ja. Und ja, da muss man halt gucken. Ich brauche ungefähr für eine Folge aufnehmen ungefähr eine Stunde. Ausnahme ist es bei Super Jump oder One with it One. Da brauche ich meistens nur so eine halbe Stunde. Das ist jetzt hier auch schon 4 Minuten 30 lang, das Video. 4 Minuten genau war es eben, wo ich 4:30 gesagt habe. Ja, ich habe mich gerade hier verguckt. In meinem Aufnahmeprogramm, da steht nämlich, wie lange ich aufnehme. Nein! Scheiße. Ja, und dann der ein zweiter Faktor ist das Schneiden. Natürlich, wenn man schneidet, ja gut, man kann sich denken, die Datei wird größer. Zum Beispiel, also bei mir sind so die im Durchschnitt die Dateien so 200, sind Viertel Gigabyte groß. So eine 20 Minuten Aufnahme. Also so 10 Minuten Aufnahme, glaube ich. Das kann man, ja, das ist ja okay. Weil ich lösche ja die Aufnahmen immer, wenn ich so hochgeladen habe. Ja. Und dann habe ich halt immer genug Speicher auf dem PC.
bin 7-mal runtergefallen. Das werde ich langsam mal ändern. Warte mal. Video Setting Brightness. Ich mach's mal kurz hell. Ich finde. Schreibt mal kurz in die Kommentare, ob es jetzt weiter nicht mehr leckt. Weil dann lasse ich jetzt immer die Brightness so hoch. Und dann leckt es wahrscheinlich bei euch nicht mehr. Weil bei mir steht hier nicht diese Warnung zu hohe CPU-Auslastung. Ich mag diese Map nicht. Also wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Speicher. Nein! Vorletzter Sprung. Und das braucht halt ein bisschen Speicher. Ja, ist ja... Okay, wenn man das dann schneidet mit einem Schneideprogramm. Zum Beispiel, ich nehme als Schneideprogramm Vegas Pro 13.0. Also Sony Vegas Pro 13.0. Das ist auch ein relativ gutes Schneideprogramm. Ja, dann schneidet man so ungefähr so 10 Minuten. Man macht halt jetzt sowas wie bei, ich sag's lieber noch nicht, weil das ist ein kleines Projekt, was demnächst kommen wird. Es wurde mir sogar auch zugesendet über dieses Formular, das kann ich euch ja auch nochmal in die Beschreibung packen, dieses Let's Play Formular. Das packe ich, glaube ich, jetzt einfach unter jedes Video. Ja, ich auch. Ich hab Fehler. Scheiß drauf. YOLO! Ja, und wenn man dann zum Beispiel sowas bearbeitet. Zum Beispiel bei Team Nolia wollte ich den halt so oben links. Wer es vielleicht vom Fußball kennt, Bundesliga oben links ist so halt die Tabelle. Also, zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Also ich möchte nichts sagen. Oh, das war jetzt der... Oh, das war das vom Gegner. Wieso bin ich dann natürlich auch gegengesprungen? Mann. Also zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal Bayern gegen Dortmund. Das ist halt so ein Top-Spiel. Ja, ich glaube in dieser Saison ist es gar nicht so. Dortmund ist der Vorletzter und Bayern Erster. Immer der Letzte. Ja, YOLO. Man hört auf, mich voll zu spammen. Das schreibe ich den gleich, weil ich Aufnahme bin. Hör auf, mich voll zu spammen. Ich bin Aufnahme. Mein Gott. Alter, dieser Typ, der regt mich gerade auf. Ja, und dann ist da halt so eine Anzeige. Ja, 1 gegen, zum Beispiel Bayern hat ein Tor geschossen, also 1 gegen 1 zu 0. Ja, gut, kann ja so sein. Ja, und dann wollte ich das jetzt so machen, so eine kleine Challenge, dass meinetwegen wir 9 Runden machen. Da sucht man ja natürlich noch irgendeinen YouTuber aus, der das gegen mir macht. Und dann mache ich da halt so eine Tabelle, blende ich oben links ein. Und dann sieht man da halt, ja, sieht man da halt so, wie es gerade steht. Das würde ich halt so machen und suche halt so eine Tabelle. Das braucht natürlich, wenn man das Ganze dann wieder schneidet, dauert das natürlich ein bisschen. So, ich gehe jetzt einfach noch eine Runde zusammen. Ich fahre gleich eine Runde fort. Ich habe jetzt keinen Bock. Ja. Nee, da. Und das braucht natürlich dann irgendwann Speicher. Das heißt, ich habe so ungefähr, da so ungefähr eine Stunde dran geschnitten. Und ja, das ist hier die gleiche Map wie eben, fällt mir gerade auf. Ja gut, wir sind ja schon ein bisschen geübt, aber komme ich zurück zum Thema mit dem Schneiden, dann hat man das halt alles geschnitten und dann ist die Datei statt 250 Megabyte vielleicht einen halben Gigabyte, also 500 Megabyte groß. Das Problem dann ist, der Upload, das ist der dritte Faktor, weil es gibt halt drei Faktoren, die daran liegen, wie das Video wird. Zum Beispiel dieses Video ist auch geschnitten, nur man merkt kein einziges bisschen, dass es geschnitten ist. Aber ich sitze da wirklich fast eine Stunde dran und schneide dieses Video. Dann ist das ungefähr ein halber Gigabyte groß, dieses Video. Und dann, wenn ich dahinter
Komm schon! Nein! Vorletzter Sprung. Ja, das ist ein Hacker. Ich mach mal gleich Slash-Ticket. das hat sich irgendwie gerade dumm angehört. Dann der Upload. Ja. Das ist relativ schlecht, denn wir haben nur eine 8K Internetleitung. Das ist sehr schlecht. 8K, wir haben so maximal 8 Megabits Download. Das heißt, ich downloade jetzt, wenn ich irgendein Video zum Beispiel downloade, downloade ich maximal 800 Megabits. Halt, stopp. Das ist wirklich so nicht. Ich downloade, wenn es hochkommt, maximal 1 Megabyte. Das ist einfach zu schlecht, unsere Internetleitung. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht unseren Anbieter. Ich spreche ihn einfach gar nicht an. Ja. Was Geile ist, wir wollen jetzt zu einem besseren für eine 100K-Leitung. Nämlich, die ist verfügbar. Da können wir maximal 100 Megabit downloaden. Dann würde ich so geschätzt sagen, 75 können wir maximal. So ein bisschen weniger. Und ja, kommen wir jetzt zum Upload. Man muss das natürlich auch uploaden. Wir haben 400 Kilobit. Das heißt, ungefähr pro Sekunde lade ich ein 0,00 Zehntel hoch. Das ist sau wenig. Da kann so ein Upload schon rund 200 Minuten dauern. Da sitze ich manchmal 3 Stunden am Uploaden. Mein PC ist die ganze Zeit an. Das kann vielleicht sein, dass Silvester auch, also morgen oder heute, kommt drauf an, wann ich das Video über den Upload raushaue. Und das ist halt dann, der Upload ist eigentlich das längste, was dauert, so um die 3 Stunden. Das ist natürlich schlecht. Ja. Und wenn es erstmal hoch ist, nebenbei mache ich meistens, spiele ich entweder irgendein Spiel, aber das laggt dann so übel. Meistens spiele ich Minecraft Singleplayer, baue da irgendeine Welt oder irgendeine Stadt. Ja. Dann nehme ich gleich noch. Es könnte sogar sein, dass Silvester einfach ein paar Folgen mehr, weil ich werde wahrscheinlich heute nach dem 30.12. auf den 31.12. wahrscheinlich Upload-Marathon machen. Das heißt, ich werde, glaube ich, hier heute 3-4 Videos aufnehmen. Das dann über Nacht alles uploaden. Er hat einen Stein verlassen. Ja. Und dann sind wir relativ lang. Okay, dann würde ich eigentlich auch sagen, wir sind schon bei 13 Minuten. Das wär's. Das war die Sache, warum jetzt in letzter Zeit halt nicht so viele Videos kamen. Ich würde mich wirklich über einen Daumen hoch natürlich immer sehr freuen, weil das zeigt mir, dass ihr es halt mögt. Ja. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ich daraus eine Serie machen soll, hier Super Jump als Scratch Battle. Guck mal, der macht Werbung für sich. Okay, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.